Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin jetzt diesen Volvo C40 Twin Recharge Pure Electric, das macht das Video schon 10 Minuten länger, um diesen Namen auszusprechen, bin ich jetzt 2 Wochen lang gefahren. Im kompletten Alltag. Wir sind sogar auch eine Langstrecke gefahren, nach Dänemark und zurück. Das Video habt ihr vielleicht gesehen. Wenn nicht, verlinke ich euch das hier oben. Und jetzt nach diesen 2 Wochen, wo ich den Wagen doch sehr gut kennengelernt habe und vor allem auch schätzen gelernt habe, da möchte ich mal, bevor ich hier ein Abschlussfazit ziehe, nochmal mit einem sehr guten Freund zusammen eine kleine Strecke fahren und mal seine Meinung einholen. Ihr kennt ihn vielleicht, Dennis Vitus. Da fahre ich nämlich gleich hin. Der fährt ja auch ein Model Y. Die Farben passen ja sogar perfekt zueinander, das ist nämlich auch rot. Und dann machen wir beide so einen kleinen Roadtrip. Könnt gespannt sein, es wird total spannend und vielleicht auch ein bisschen lustig, also bleibt dran! Ja, nachdem ich hier 2 Wochen lang mit dem Volvo C40 rumgefahren bin, also abgesehen von dem Roadtrip in der Stadt, alle möglichen Fahrten gemacht in 2 Wochen, da sind 446 Kilometer zustande gekommen. Wir sind Autobahn gefahren, kurze Stücke, wir sind in der Stadt rumgefahren, wir sind Landstraße gefahren und wir haben den Wagen ganz normal bewegt. Der hat natürlich auch eine gewisse Performance, das haben wir auch ausgenutzt. Ja, Ampelstarts machen hier mega Spaß. Der Durchzug ist enorm, auf der Autobahn mal eben Gas geben und schon ist man weg. Also das macht man auch, wenn man es kann und das haben wir auch gemacht. Und trotzdem hat dieser Wagen für diese 446 Kilometer einen Durchschnittsverbrauch gehabt von 20,9 Kilowattstunden. Ja, und für so ein Crossover-SUV, da halte ich das für einen ganz akzeptablen Wert. Ja, es gibt natürlich auch andere Autos, die verbrauchen noch viel weniger, das weiß ich. Aber es ist auch nicht so, dass man jetzt denkt, boah, 20,9 Kilowattstunden, das ist ja unmöglich hoch. Nee, ist es eigentlich nicht im normalen Alltag. Und das hat mich doch ein bisschen überrascht hier bei dem C40, zumal ja die WLTP-Angabe kombiniert bei 19,9 liegt. Also wir liegen eine Kilowattstunde über der WLTP-Angabe. Finde ich ganz interessant. Und ich finde auch noch andere Sachen an diesem Wagen interessant. Es gibt auch ein paar Sachen, die ich nicht so toll finde. Und darüber reden wir heute natürlich. Und jetzt fahre ich gleich zu Dennis Vitus. Und er fährt ja auch ein Model Y und wird sich jetzt diesen Wagen auch mal angucken. Und wir machen einen kleinen Roadtrip zu einem ganz besonderen Ort. Ihr dürft echt gespannt sein. Es wird vielleicht ein bisschen lustig. Bin gespannt, was Dennis dazu sagt. Und dann ja, hat er vielleicht auch eine Meinung von diesem Auto. Er ist den C40 noch nie gefahren und ich bin gespannt, was er dazu sagt. So, ich bin jetzt hier bei Dennis. Hi Dennis. Moin. Schön, Jens, dass du Zeit für mich hast. Ja, moin Jens, moin Leute. Wir haben ja jetzt hier 2 rote Autos. Ihr könnt das hinter uns sehen. Das ist einmal ein Model Y von dir und einmal der C40, den ich jetzt gerade fahre. Du hast jetzt den C40 eigentlich noch nicht gefahren, jemals, oder? Nein, ich bin auch schrecklich uninformiert über Volvo. Bist du eigentlich ein Volvo-Fan? Nein, bist du gar nicht. Du bist ein Volvo-Kritiker, würde ich mal sagen. Nee, oder? Ich bin Volvo gar nichts. Neutral, neutrum. Über eine rollende Schrankwände. Ja, rollende Schrankwände, das ist ein gutes Thema. Rollende Schrankwände, das ist ja immer noch so das Klischee, was Volvo anhaftet. Und jetzt bringen sie jetzt Elektroautos raus und Volvo will bis 2029 komplett zum Elektroautokonzern transformiert sein. Und wir beide fahren ja auch Model Y. Und du ganz besonders dein schönes rotes. Und ich fahre jetzt aber seit 2 Wochen den C40. Und ehrlich gesagt habe ich dadurch ein ganz gutes Bild von diesem Auto bekommen und ist auch sehr schätzen gelernt. Und da du das noch nicht gefahren hast, aber auch Model Y fährst, dachte ich, wir machen heute mal einen kleinen Roadtrip. Und dann sagst du mir, wie du den Wagen findest, auch im Vergleich zum Model Y. Ja, freue ich mich. Ich bin ja den Polestar schon gefahren. Genau. Das ist ja, gehört ja auch zum Geely-Konzern. Richtig. Zu Volvo. Ist ja jetzt in chinesischer Hand, das Ganze. Ja, sieht auch so ähnlich aus von der Designsprache wie ein Volvo. Von daher verstehe ich die Abgrenzung nicht so ganz. Von dem Polestar war ich allerdings enttäuscht, was Verbrauchswerte anging, was Reichweite anging und was das allgemeine Setup angeht. Also in den 50er Jahren stand in der Automotor und Sport, die Autos der Zukunft werden innen groß sein und außen klein. Und als ich dann den Polestar gefahren habe, bin ich zu dem Ergebnis gekommen, dieser Wagen ist außen groß und innen klein. Ja, genau. Ja. Ja, das liegt auch ein bisschen daran am Polestar, an dieser wuchtigen Mittelkonsole, glaube ich. Das war zumindest auch mein Eindruck, bin ja auch schon gefahren. Hier im Volvo, das sehen wir ja gleich, ist es nicht ganz so. Der ist von innen, finde ich, doch relativ großzügig. Das Model Y hingegen. Moin. Ja. Moin. Hier kommt gerade die Nachbarn vorbei. Das Model Y hingegen ist von innen doch wie eine Halle eigentlich im Vergleich dazu. Ich dachte,
Ich dachte nicht, dass ich den Wagen so lieben werde. Ich dachte, als ich das Model S abgegeben habe, ich werde den vermissen. Aber nein, man hat so ein großes Raumgefühl. Und obwohl es derselbe Innenraum ist wie im Model 3, ist es ein ganz anderes Raumgefühl. Viel größer. Unglaublich. Und wir gucken uns das jetzt mal an. Ganz kurz mal im Vergleich, Model Y und Polestar. Ich sah auch schon Polestar, schlimm. Volvo, natürlich, Volvo C40. Und dann drehen wir eine Runde. Und wo wir gleich hingehen, wo wir hinfahren, das sage ich dir gleich, wenn wir uns die Wagen angeguckt haben. Da bin ich gespannt, da bin ich jetzt echt mal gespannt. Das wird lustig. Ja, von vorne sieht man schon deutliche Unterschiede, abgesehen vom Rotton. Ich meine, der Volvo ist klar, er baut relativ senkrecht auf. Ne? Und man sieht es auch schon an den Fliegen vorne, dass da einiges an Luftwiderstand dran ist, nämlich genau 0,32 CW-Wert. Und das Model Y, ja, sind zwar auch Fliegen dran, aber irgendwie stromlinienförmiger. Das hat einen Luftwiderstand von 0,24, wenn ich mich nicht irre. Also schon. Also hier siehst du, wenn du dich da reinsetzt, dass du für die Füße doch relativ viel Platz hast. Auch die Fußgarage, die Sitze sind sehr hoch, so ähnlich wie bei Model Y. Und was mir vor allem bei diesem Auto sehr gut gefällt, da kommen wir gleich noch zu, sind die Sitze an sich. Ja, ich setze mich mal rein. Setz dich mal rein. Das ist jetzt ja, irgendwie gibt es die Autos ja, das ist, also der XC40 ist der normale und das ist im Prinzip der C40. Das Coupé. Das Coupé. Da leidet natürlich hier die Kopffreiheit. Da fühlt man sich, ja. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Du hast auch noch Platz oben. Du bist ja nicht 1,90. Ja, aber, ja. Fühlst du dich eingeengt hier hinten? Von oben, ja. Ja? Aber ich sitze eigentlich auch nie hinten. Also das ist mein Platz. Und genau. Wie oft sitzt man hinten? Und wenn man den nicht mit Familie fährt, mit Familie würde ich dann den anderen nehmen. Wahrscheinlich auch wegen dem Kofferraum. Wenn man alleine durch die Gegend fährt, ist das eigentlich völlig egal. So, schau dir das an. Der sieht gar nicht mal so klein aus. Das finde ich jetzt ja geil. Also eine Abdeckung für die Abdeckung. Ja. Und der hat immerhin 31 Liter. Also es ist natürlich nicht so groß wie der Model Y. Aber man muss bedenken, es ist eine Verbrennerplattform. Und wenn ich mir dann die VWs anschaue oder die Mercedes, die haben das nicht geschafft, obwohl es Elektroplattformen sind. So, und beim Model Y, da sieht es so aus. Wir haben keine Abdeckung, aber wir haben auch einen Frunk, der hat wie viel Liter? 120 waren es oder wie viel? Weißt du das noch? Sowas weiß ich nicht. Mit Zahlen muss man Dennis irgendwie nicht kommen, ne? Sowas weiß ich nicht. Aber ich glaube, es sind 120 Liter. Sozialwissenschaftlich passt da eine ganze Menge rein. Also Juice Booster Paket, eine Regenjacke, Gummistiefel würde auch noch reinpassen. Und eine Abdeckung brauchen wir hier nicht, weil wir haben hier eine Gummi-Lippe, die hier mit abschließt. Von daher wäre das auch erledigt. Das ist immer die Frage, wie die Ingenieure sowas denken, ne? Aber Reisen ist das Stichwort, Dennis. Jetzt wollen wir ein bisschen reisen. Wir machen einen kleinen Roadtrip. Und weißt du, ich war noch nie in Amerika. Und da fahren wir heute hin. Bin ich gespannt. Wir fahren nach Amerika mit dem Volvo XC40. Ich habe das schon programmiert. Wir müssen nicht mal laden, Leute. Was? Wir machen jetzt nicht nur eine Fahrt nach Amerika, sondern wir machen natürlich eine Fahrt nach Amerika mit dem Schiff. Wie auch sonst. Wie sollen wir auch sonst nach Amerika kommen, oder? So, jetzt geht's los. Gibt's keinen Anknopf hier? Nein, das ist auch noch so ein Ding. Verbrennerplattform und wir haben keinen Einschaltknopf. Also, da muss ich sagen, das sind so diese kleinen Details, die mir eben super gut gefallen. Das habe ich ja in all meinen Tests immer kritisiert, dass es einen Anschaltknopf und einen Ausschaltknopf gibt. Dem Streckenverlauf anderthalb Kilometer folgen. Und hier ist es ja so, wie du wohnst ja hier an einer Stelle in Bremen, wo die Nebenstraßen ein wenig holprig sind. Man merkt das hier schon. Und das fährst du jetzt jeden Tag mit deinem Model Y. Und ich weiß das ja, wie das beim Model Y ist. Das ist doch relativ hart gefedert. Ja, das Go-Kart-Feeling. Das hier ist, wenn ich das so mal sagen darf, auf den ersten Meter wirkt das komfortabler, wesentlich komfortabler. Ja, das kann ich auch unterschreiben. Vor allen Dingen hinten das Fahrwerk. Also das ist, und ich muss jetzt so sagen, so die Qualitätsanmutung und so, ich kenne das ja aus dem Polestar, die ist natürlich top. Das sieht hier alles super hochwertig und luxuriös aus. So luxuriös, wie man das so von Schweden Design erwartet. Es ist klar, es ist irgendwie nicht verschnörkelt, es ist designorientiert. Finde ich eigentlich ganz gut. So, und von der Performance siehst du ja, der fährt in 4,7 Sekunden von 0 auf 100. Der ist im Prinzip fast noch performant, also eigentlich auf dem Papier performanter als das Model Y. In der Praxis fühlt sich das Model Y eigentlich performanter an, gerade 400 Metern im auf A270 fahren. Durchzug.
weil es reagiert direkter. Der Volvo hat immer noch so ein bisschen minimale Verzögerung drin. Aber es bleiben eigentlich keine Wünsche offen, finde ich. Das ist richtig gut. Was auch schön ist, das One-Pedal-Driving, hast du gemerkt. Du bleibst auf dem Punkt stehen. Jetzt sind wir übrigens an der Fähre und weiß ich gar nicht, wann die abfahren. Um 11.50 Uhr. Was haben wir? 11.30 Uhr. Zwei Personen, genau. 6,10 Euro. Oh, das ist ja so. Schnapper, ne? Schnapper. Bitteschön. Auf 10. Und 10.20 Euro. Danke. Ja, Dennis, jetzt sind wir auf dem Schiff. So, fahren wir nach Amerika. Was meinst du, wie lange dauert die Überfahrt? Also das hier dauert so jetzt 5 bis 7 Minuten. Tja. Und dann ist es nicht mehr weit. Das ist geil, ne? Mal eben in einer Stunde nach Amerika fahren. Aber da wollte ich immer schon mal hin. Also... Ich meine, Fliegen ist ja nicht so mein Ding, aber wenn man mit einem E-Auto ohne Laden mal eben nach Amerika fahren kann, das ist schon klasse. Ja gut, aber du musst übers Wasser. Du musst immer übers Wasser. Ja, wir hätten ja auch den Landweg wählen können, aber das wäre halt länger gewesen. Übers Wasser ist kürzer. Ja, und schöner. Ja, jetzt schwankt das Schiff sogar ein bisschen. Hoffentlich werden wir nicht seekrank. Kreuzfahrt beginnt, Überfahrt nach Amerika, aber ich sehe schon das andere Ufer. Ja, wir kommen jetzt geht ja nicht schnell. Lemwerder an. Und es ist wirklich romantisch. Es gibt nichts Schöneres. Ich muss ja fast schon ablegen. Gut anlegen, bevor wir ablegen. Mein Sohn sagt das immer. Jeder YouTuber hat einen Bildungsauftrag. Ja, wir doch nicht. Wir wollen ja den Leuten nichts aufzwingen. Das Ganze hier ist ja auch Unterhaltung. Nein. Wenn man bei der Unterhaltung ein bisschen was lernt, okay, why not? Win-win. Aber eigentlich ist das doch ein bisschen Unterhaltung. Zumindest dieses Video soll euch unterhalten. Es ist nicht so bierernst zu nehmen. Von daher vergesst das mit der Bildung, glaube ich. Außerdem ist Sonntag, wir wollen was erleben. Also Leute, es geht weiter. Wir sind angelandet. Das finde ich übrigens auch geil hier, diese Kamera von dem Volvo. Wie ich so, jetzt, wo muss ich lang? Weiß ich nicht. Achso, Amerika. Einstellen hier. Amerika, Amerika, zack. Rechts abbiegen auf Industriestraße. Der hängt aber gut am Gas. Das ist ja, der reagiert auch ziemlich zügig. Das ist richtig klasse. Was mir auffällt, man sieht die Motorhaube. Das ist so ein bisschen Mercedes-Feeling ohne Mercedes-Stern. Die Sterne gibt es ja schon lange nicht mehr. Ja, aber du kannst, also bei den modernen Autos siehst du die Motorhaube ja nicht mehr. Und hier siehst du sie. Das ist scheinbar eben noch diese Volvo-Formsprache. Schuhkarton, alles gerade, senkrechte Linien, waagerechte Linien, nichts irgendwie groß abgeflacht oder abgerundet. Das ist halt im Moment noch Volvo. Mal sehen, wo sie designmäßig hingehen in den nächsten 10 Jahren. Ja, wobei sie natürlich schon diese Linien sind natürlich alle ein bisschen gefälliger geworden. Ja, sie sind weichgespülter. Das ist nicht mehr, also diese ganz krasse Schuhkartonform. Wie findest du denn jetzt den Sitzkomfort hier bei den Sitzen? Perfekt. Das ist auch was mir sehr, sehr positiv aufgefallen ist, dass ich die Sitze hier für mich, für meine Körpergröße richtig geil finde. Ich finde das hier, das ist ja eine Landstraße, die durchaus hier schlechte Elemente hat. Der Wagen fährt sich total angenehm, straff, guter Geradeauslauf. Ja. Ich fühle mich total sicher hier. Du kannst auch vorne hier die Beinauflage ausziehen, was ich total angenehm finde, gerade auf Langstrecken. So viel Oberschenkel. Ich kann mir vorstellen, hier so ein Auto zu fahren, jetzt auch privat. Und wie beurteilst du jetzt das Ladenetzwerk in Deutschland bzw. Europa? Du warst auch in Dänemark, du kennst das von Tesla, Supercharger, alles easy going. Also ich bin jetzt ja nicht nur diesen Volvo gefahren, ich bin ja auch mit dem Fiat 500 über 1000 Kilometer jetzt gefahren von Düsseldorf nach Belgien, Holland, Bielefeld, wieder Düsseldorf. Und ich würde sagen, das Ladenetzwerk ist mittlerweile so gut ausgebaut, dass man sich da gar keine Gedanken mehr machen muss. Wenn man nicht völlig blauäugig irgendwo hinfährt, an eine einzige Feld-, Wald- und Wiesenladesäule, weil einem das Navi dahin navigiert,
die dann wahrscheinlich eventuell sogar dann doch defekt ist. Das kann natürlich immer noch passieren. Ne? Aber wenn man das nicht macht, wenn man so ein bisschen sein Gehirn einschaltet. Aber du brauchst noch dein Handy zur Planung. Nein, ne? Das hängt vom Auto ab. Aber sagen wir, die deutschen Hersteller, ob das jetzt VW, Audi ist, ob Mercedes ist, also Mercedes zum Beispiel, auch BMW jetzt, den ich gefahren habe, das war schon so, dass man sagte, damit kann man echt arbeiten. Vor allem, was ich bei Tesla immer vermisse, ist alles außer Tesla mal zu planen. Ja? Tesla plant ja nur mit Superchargern. Natürlich reicht das, ja? Aber wenn man das nicht möchte, weil man woanders zum Beispiel günstiger lädt. Ja, also du hast ja mittlerweile an Superchargern auch Ladepreise, die sind ja auch nicht von schlechten Eltern. Wenn du woanders günstiger laden kannst, dann willst du mit dem Tesla ja auch vielleicht mal eine andere Ladeplanung haben. Kannst du im Prinzip nicht. Ich finde den Wendekreis auch sehr angenehm. Ja. Der ist echt klein. Dass er jetzt mit dem Model 2 zugegangen ist, so lange hat stand. Ja. Dennis, wir sind in Amerika. Wir sind angekommen. Wir hätten mal ein Selfie machen hier. Also, die Fahrt war stressig. Wir sind auch über Wasser und über Land natürlich. Also wir haben es geschafft. Wir waren eigentlich nur eine Stunde unterwegs. So weit von Bremen ist es ja nicht. Aber das ist der Beweis. Amerika mit dem Volvo. Ohne Laden. Ohne Ladestopp. Das soll uns mal einer nachmachen, Leute. Krass. Das ist so krass, Leute. Und ich habe mir das echt ein bisschen anders vorgestellt. Ja, das Wetter ist ja auch gar nicht so gut. Also irgendwie fehlt mir so ein bisschen, ich weiß nicht, Kalifornien oder... Da gibt es doch auch Kalifornien. Aber da müssen wir noch wieder woanders hinfahren. Russland sollte ja auch irgendwo in der Nähe sein. Ja. Machen wir vielleicht ein andermal. Aber jetzt so zum Fazit, Dennis. Du bist jetzt ja hier... Boah, hier die Mopeds, das sind alles Vespas. Ist hier ein Vespa-Treffen? Ich habe übrigens jetzt eine elektrische Vespa. Falls ihr das Video noch nicht gesehen habt, verlinke ich mal hier oben. Dennis, das Fahren mit dem Volvo, wie war das für dich jetzt? Also ich finde das Auto total gut. Geht es dir auch so wie mir, ja? Ja, ich finde das Auto gut. Ich könnte mir auch vorstellen, das selber für mich zu fahren und so ein Auto zu kaufen oder zu mieten im Abo-Modell oder so. Wäre eine Alternative zum Model Y, mit dem ich allerdings sehr glücklich bin. Aber kein schlechtes Auto hier, fährt sich total gut. Ja, es geht mir genauso. Und ich finde auch der Volvo, sei es der C40 oder der XC40, der wird unterschätzt. Weil er natürlich ein bisschen höheren Verbrauch hat. Das ist so einer der Nachteile, die er hat. Aber vom Fahren her ist es ein super Auto. Und ich würde vorschlagen, wenn ihr mal die Chance habt, so ein Auto Probe zu fahren, dann solltet ihr euch das mal gönnen. Nach 2 Wochen mit dem C40 muss ich ihn jetzt ja bald wieder abgeben. Und ich finde es richtig ein bisschen schade, weil ich habe mich an den Wagen sehr gewöhnt und ich habe ihn sehr schätzen gelernt. Dann machen wir hier mal Schluss für heute. Wir müssen ja noch wieder Richtung Bremen, also von Amerika wieder zurück. Das wird noch ein ganzes Stück fahren. Wir kommen auch sogar ohne Laden wieder zurück, habe ich gesehen im Navi. Dann wünsche ich euch eine schöne Zeit. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt übrigens, dann könnt ihr auch gerne meinen Kanal abonnieren. Auch den Kanal von Dennis, Dennis Vitus. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Tja, wir machen jetzt hier noch ein bisschen Picknick in Amerika und dann fahren wir nach Hause. Macht's gut, bis dann. Ciao. Tschüss.